So, jetzt wird es nochmal ein bisschen abstrakter. Und zwar wollen wir uns mit unserem Ansatz, den wir hatten, mit der Wellenfunktion, die wir angesetzt haben, also Psi von x ist gleich Sinus aus k mal x. Und das a habe ich vergessen, das tue ich jetzt mal hinten dran packen. Den wollen wir jetzt noch so modellieren, dass er eben die Teilchen in ihren stationären Zuständen beschreibt. Und dazu müssen wir eigentlich nur eins machen, und zwar müssen wir den letzten unbekannten Faktor bestimmen. Und zwar ist das eben das a. Denn den Rest haben wir schon bestimmt. Der Sinus ist eben der Sinus. X ist eben die jeweilige Ortskoordinate, die wir verwenden. Und k hatten wir gesagt, ist n mal Pi durch a. Das hatten wir im vorherigen Video hergeleitet. Das heißt, vom Prinzip her kennen wir alles bis auf dieses große a, und das müssen wir herausfinden. So, zunächst mal schreibe ich die Wellen gleich nochmal hin, nur mit dem k ausgeschrieben, also n mal Pi durch a mal x mal a. So, und a wollen wir bestimmen. Und das schaffen wir jetzt durch einen kleinen Trick, auf den man jetzt so erstmal ja nicht kommt, wenn es einem keiner sagt. Und zwar hatten wir ja unseren Potentialtopf, und in diesem Potentialtopf hält sich jetzt unser Teilchen auf, also fliegt hier irgendwo durch die Gegend. Und wenn man jetzt hier das Ganze als Welle betrachtet, also so als stehende Welle, die eben durch diese Wellenfunktion hier wiedergegeben wird, dann kann man sagen, ist das Quadrat dieser Wellenfunktion gleich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ort x. Das heißt, wenn ich Psi x Quadrat nehme, bekomme ich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens an der Stelle x. So, das ist eine Sache, auf die kommt man von alleine nicht. Das muss halt einem gesagt werden. Ja, anders steht man da so ein bisschen auf dem Schlauch. Was bringt uns das? Das bringt uns Folgendes. Wir wissen auf jeden Fall, dass sich unser Teilchen hier im Potentialtopf befinden muss. Das heißt, es ist auf jeden Fall zwischen 0 und a. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich nehme das Integral von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit und lass das eben von 0 bis a laufen, dann muss mein Teilchen auf jeden Fall in diesem Raumbereich drin sein, auch in diesem Streckenbereich. Das heißt, das Integral davon, dx nicht vergessen, muss auf jeden Fall 1 sein. Denn mein Teilchen ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% in der Strecke zwischen 0 und a. Da muss es auf jeden Fall sein. Also 100% kann man natürlich auch gleich 1 nehmen. So, und aus diesem Integral können wir jetzt eben einen Wert für a finden, indem wir dieses Integral eben einfach ausrechnen. Und das ist erstmal ja nicht so einfach, könnte man sagen. Zunächst mal setzen wir jetzt hier einfach ein. Wir sagen also das Integral von 0 bis a aus phi x Psi x Quadrat. So, a zum Quadrat ist a zum Quadrat mal der Sinus zum Quadrat aus k mal x, beziehungsweise n mal Pi durch a mal x. Dx ist gleich 1. So. Jetzt steht man erstmal vor einem kleinen Problem wieder, und zwar brauchen wir da auch jetzt wieder einen Trick, und zwar ein Additionstheorem, ein passendes. Denn der Sinusquadrat aus irgendwas ist immer nicht so schön zu integrieren. Deswegen nimmt man jetzt ein Additionstheorem, und zwar lautet das wie folgt: Das ist Sinusquadrat aus x. Das ist nämlich gleich dasselbe wie 1/2 mal 1 minus Cosinus aus 2x. Das ist ein Additionstheorem, was sich in diesem Fall als ziemlich nützlich erweist, weil man dann eben den Sinusquadrat aus x wegbekommt und eben hier durch einen Cosinus ersetzen kann, der eben kein Quadrat hat. Und das machen wir jetzt eben auch. Das heißt, wir schreiben unser Integral wieder auf, diesmal mit a0. Das a² ziehen wir gleich nach draußen, denn es ist ein konstanter Vorfaktor, kann also einfach vor das Integral gezogen werden. Und statt dem Sinusquadrat schreiben wir jetzt hier eben diesen Teil. Also 1/2, wobei ich das 1/2 auch gleich rausziehen werde, ist ja auch konstant. Und dann habe ich hier noch stehen, 1 minus den Cosinus aus 2 mal x. Und x ist ja in unserem Fall der komplette Teil, der im Sinus steht. Das heißt das hier. Also n mal Pi durch a mal 2 können wir oben auch noch reinpacken. X dx ist gleich 1. So, nun müssen wir integrieren, aber das sollte jetzt eigentlich nicht mehr so schwer sein. a² halbe bleibt schon mal erhalten. Dann haben wir hier die 1. Die 1 wird bekanntlich zu einem x. Der Cosinus integriert wird der Sinus, wobei man den inneren Teil natürlich nicht vergessen darf. Den muss man jetzt hier durch Teilen davor bringen. Das heißt, hier erhalten wir a geteilt durch 2 mal n mal pi. Ich hoffe mal, die Integrationsregeln sind euch alle bekannt. Wenn nicht, könnt ihr gerne Fragen stellen. Im Sinus bleibt natürlich dasselbe stehen wie im Cosinus auch, also 2 mal n mal Pi durch a mal x. dx ist gleich 1, und achso, dx können wir uns sparen.
Das war jetzt ein bisschen doof. Dx können wir uns natürlich sparen, denn wir haben ja schon unsere Klammern gemacht. Das heißt, jetzt kommen hier hinten noch die Grenzen dran, 0 und a. Und jetzt können wir auch schon einsetzen, können also sagen a Quadrat durch 2. So, mal. Wir setzen als erstes a ein nach dem Hauptsatz der Integralrechnung, sagen also a minus. So, nun können wir schauen. A geteilt durch 2 mal n mal Pi mal den Sinus aus 2 mal n mal Pi durch a Quadrat, durch a mal a. Und jetzt sehen wir schon, a geteilt durch a mal a, das kürzt sich gegenseitig weg. Dann bleibt 2 mal n mal Pi stehen. Und das hier ist auf jeden Fall ein Vielfaches von Pi, denn für n dürfen wir ja nur gerade Zahlen einsetzen. Und ein Vielfaches von Pi im Sinus bewirkt, dass der Sinus eben zu 0 wird. Das heißt, hier steht mal 0. Und eine Sache mal 0 genommen ist immer gleich 0. Von daher verschwindet der Teil einfach komplett. Und lediglich bleibt das a stehen. So. Das müssen wir jetzt noch minus die zweite Grenze eingesetzt machen. Und wir können jetzt aber schon schauen, wenn wir 0 einsetzen, erhalten wir hier für x 0. In den Sinus 0 eingesetzt, dann steht hier in den Klammern auch eine 0, weil 0 mal irgendwas ist 0. Das heißt, hier haben wir wieder den Sinus aus 0. Der Sinus aus 0 ist ebenfalls 0. Das heißt, hier steht 0 mal das da, das ist auch 0. Das heißt, hier nullt sich alles komplett weg und es bleibt eben nur 0 stehen. Und von daher müssen wir es gar nicht weiter beachten. Können also jetzt hier schon wieder die Klammer zumachen, beziehungsweise die Klammer komplett weglassen. Denn das hier ist eben alles, was übrig bleibt, lediglich dieses kleine feine a. Und das ist eben nach wie vor gleich 1. Und jetzt können wir eben nach a umstellen. Das heißt, wir sagen mal 2 und geteilt durch klein a und erhalten dann eben dadurch a Quadrat ist gleich 2 durch a. Ziehen daraus jetzt noch die Wurzel, um a alleine zu bekommen. Und schon haben wir unser a, was wir dann eben in unseren Ansatz, den wir am Anfang an der Tafel stehen hatten, einsetzen können. Und damit haben wir dann eben eine Wellengleichung, die uns sozusagen unsere Teilchen in ihren stationären Zuständen im eindimensionalen linearen Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden wiedergibt. Und das war's an dieser Stelle. Ja, Videoreihe ist jetzt vorbei. Ich hoffe mal, euch hat es einigermaßen gut gefallen. Wie gesagt, Potentialtopf war ja nicht gerade so ein einfaches Thema. Ich hoffe, mir ist das ganz gut gelungen, euch das darzustellen. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Vor allem über Verbesserungsvorschläge bin ich sehr, sehr dankbar. Das heißt, wenn einer von euch sagt, hier Tobi, das geht nicht, was du da machst, du laberst totale Scheiße, so sieht das Ganze gar nicht aus, das Modell ist vollkommen anders, dann ja, müsst ihr mir das unbedingt sagen, weil ich will euch hier natürlich nichts Falsches erzählen. Also das ist sozusagen das, was ich verstanden habe, wie ich dieses Thema verstehe. Die Formeln sind auf jeden Fall richtig, die dürft ihr auf jeden Fall verwenden. Ich hoffe mal, die Erklärungen waren auch richtig. So würde ich das Ganze erklären. Wenn es daran was auszusetzen gibt, könnt ihr mir das gerne mitteilen, wenn da einer mehr Ahnung hat. Aber ich denke ja mal, dass das alles okay sein wird. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir ja noch viele Stunden zusammen haben werden. Das heißt, dass ihr mir noch ein paar schöne Vorschläge schickt, wie dieser hier mit dem Potentialtopf, dass ich eben noch ein paar Videos produzieren kann zu euren Themen, die ihr gerne sehen möchtet. Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Tschüss und auf Wiedersehen.